Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eknadon zu einem neuen Part. Pokémon und Tramond mit dem Zwergenfürst und mit der Zwergenfee natürlich. Im Hanno-Hanno-Resort, ja. Das ist Schubert, der große Pikachu-Star hier im Hanno-Hanno-Resort. Fragt nicht, schaut den letzten Part. Ja, heute werden wir mal direkt in das Hanno-Hanno-Resort gehen und ja, da erwartet uns ein kleiner Schritt weiter in der Geschichte, ein kleiner Schritt weiter in der Story Richtung Ätherparadies. Auf geht's! Wir reden erstmal mit dem Pagen hier. Hotelpage ist die erste Person, der Gäste in einem Hotel begegnen. Da ist der erste Eindruck entscheidend. Bei Pokémon-Kämpfen ist es ähnlich. Das erste Pokémon im Kampf und die erste Attacke, die es einsetzt, sind sehr wichtig. Okay, danke für die Information. Und schon sind wir drin im Hanno-Hanno-Resort. Naja, im Hanno-Hanno-Resort sind wir seit dem letzten Part, aber jetzt sind wir halt wirklich im Gebäude drin. Einmal auf die Klinge gedrückt und schon bin ich der Page zur Stelle. Und du, hier zueinander, begrüßen und verabschieden wir uns mit einem kräftigen Alola und wünschen unserem Gegenüber den Segen der Sonne und des Mondes. Aha, okay. Und sie, was hat sie zu sagen? Oh, Alola, hier bin ich geboren, hier bin ich zu Hause. Willkommen, fühle dich auch du wie zu Hause. Ein bisschen Wortverdreher. Im warmen Klima von Alola fühlt sich nichts besser an als eine kühle Meeresbrise. Spürst du, wie sie dich umweht? Ich spüre es. Spürt ihr es auch? Ich spüre es. Ja, so ungefähr. Und da haben wir den Fabian. Genau, Fabian war's. Da bist du ja. Mein Gott, wie unhöflich von mir. Ich sollte mich zunächst vorstellen. Mein Name ist Fabian. Ich habe dir doch neulich versprochen, dass ich dir etwas Großartiges zeigen würde. Nicht? Damit meine ich das Ätherparadies. Das Ätherparadies ist eine künstliche Insel, errichtet inmitten des Meeres von Alola. Sie dient als Zufluchtsort für alle Pokémon. Ein sicherer Hafen sozusagen. Ich möchte beweisen, dass ich ein Erwachsener bin, der seine Versprechen hält. Du wirst also mit zum Ätherparadies kommen, oder? Ja klar, werde ich zum Ätherparadies mitkommen. Da wollen wir hin, da müssen wir weiter. Da geht's weiter in der Geschichte. Also, auf hin da. Gut, dann folge mir bitte. Das Ätherparadies ist ein überwältigender Ort. Wartet, nehmt mich mit. Nanu, diese Inselkönigin Maida verabschiedet euch höchstpersönlich. Ich kümmere mich um alle Trainer auf der Inselwanderschaft. Sie sind für mich wie meine Kinder. Nicht, dass ich selbst welche hätte. Hört zu, ihr beiden. Messen solltet ihr euch nur an euch selbst. Und vertraut den Pokémon an eurer Seite. Das sagte ich bereits. Was ist mit dir, Professor? Ich habe noch eine Menge anderer Dinge zu tun. Aber werft ihr doch schon mal für mich einen Blick auf die berühmte Technologie der Ether Foundation. Ah, genau, unser nächster Treffpunkt. Ich warte in Mali, Herr Ziergarten auf der Insel Ulla Ulla auf euch. Jo, da treffen wir uns. Es wird Zeit, Akala hinter sich zu lassen. Ach so, das ist Hardys Text. Es wird Zeit, Akala hinter sich zu lassen. Aber keine Sorge, wir können ja jederzeit wieder hierher zurückkehren. Nun gut, ich bin mir sicher, die Überfahrt vergeht auf einem Schiff wie im Flug. Und mit so einem Schiff meine ich nichts Geringes als eine Fähre.
als die Fähre. Jo, die Erdter Foundation Fähre. Einfach unglaublich, dass so ein Haufen Eisen einfach auf dem Wasser schwimmen kann. Wusstest du, dass Pokémon dafür verantwortlich sind, Zwergfee? Pokémon? Was, wieso? Nee, aber wäre cool, oder? Oh, Junge, ich bin auf das Ätherparadies gespannt. Ich auch. Lass uns loslegen. Lass uns hinfahren. Jo, auf wie? So, die Karte. Da mitten im Ozean ist das Ätherparadies. Dann mal auf, dahin ins Ätherparadies. Da sind wir schon. Im weißen Insel-Dasein. Jo. Da haben wir angelegt. Da wären wir, ihr beiden. Da ist das Ätherparadies. Das ist das Ätherparadies. Das Ätherparadies dient dem Schutz und Erhalt von Pokémon. Dafür nutzen wir die neueste Technologie. Zum Erhalt und Schutz von Pokémon arbeiten wir im Untergeschoss an der Entwicklung neuer Pokébälle. Jedoch kann man im Ätherparadies selbst keine Pokébälle einsetzen. Wir senden Störwellen aus, die ihre Funktion blockieren. Und da ist schon eine weitere Person des Äther-Teams. Fabian? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein! Genau so. Da ist mir was rausgerutscht. Muss ich mal wieder zusammenfinden. Würdest du mir bitte nicht mit meinem Namen ansprechen? Ich habe nicht umsonst einen Titel. Jeder soll wissen, wie wichtig ich bin. Aber selbstverständlich, Herr Regionalleiter. Ich werde unseren Bemühungen zum Schutz der Pokémon auf Akala mit der Präsidentin besprechen. Führe du derweil diese Kinder herum und bringe sie dann zur Präsidentin, ja? Jetzt werden wir weitergereicht an die nächste Person, an die nächst unterliegende Person. Uff! Befehligt vom Regionalleiter. Pia. Zwergfee, Tali, herzlich willkommen. Ich bin Pia. Freut mich, dich kennenzulernen. Moment mal, du kennst unseren Namen. Unser Personal hat mir von den Ereignissen auf Akala berichtet. Zum Beispiel, dass ihr beide uns dabei geholfen habt, Pokémon zu beschützen. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Also gut, begeben wir uns zum Eingang im oberen Stockwerk. Wollen wir den Aufzug nehmen? Nein, wir laufen zu Fuß. Wir backen durch die Wand. Es geht aufwärts. Ein faszinierendes Fahrstuhlprinzip. Alles weiß hier, so klinisch weiß. Das macht mir aber auch irgendwie ein bisschen Angst. Das ist so ein bisschen... Ja. Naja, was so ist. Das ist der Eingangsbereich. An der Rezeption hier könnt ihr eure Pokémon heilen lassen. Jo. Da sind schon ein paar Pokémon. Zwergfee, Tali. Ihr seid ja auf Inselwanderschaft, um Champ zu werden. Ja, gehe ich an Recht in der Annahme, dass ihr 11 Jahre alt seid. Das stimmt so ungefähr. Also zumindest mein Charakter ist 11 Jahre alt. Also ich bin dann schon ein klitzekleines bisschen älter. Ja, wenn man 11 Jahre alt ist, kann man auf Inselwanderschaft gehen. Nicht so wie in anderen Regionen, da darf man das schon mitziehen. Hier kann man das ernst mit einem Jahr älter. Tja, so ist das leider in der Alola. Ich habe meine angefangen, weil ich irgendwann mal gegen meinen Opa gewinnen will, wenn er alles gibt. Mal im Moment will ich einfach nur Spaß haben auf meiner Inselwanderschaft. Verstehe.
Wenn man in ihrer Alter kommt, muss man selbst entscheiden, ob man reif genug dafür ist, auf Reisen zu gehen. Schließlich ist ein Trainer für seine Pokémon so etwas wie ein Elternteil. Ah, okay, verstehe. Mit 11 Jahren kann man schon Eltern werden. Das klingt richtig. Das klingt nach guter Erziehung und das klingt genau nach der richtigen Möglichkeit, seine Kinder in die Welt zu schicken. Ja, mit 11 kannst du die Elternschaft für einen Pokémon übernehmen und kannst in die weite Welt hinausgehen und Schurkenbosse besiegen und einfach die Welt retten. Ja, okay. Soll ich euch mal erzählen, was ich mit 10 gemacht habe? Nee, erzähle ich euch mal lieber nicht. Zwangfi, Tadi, wir fahren weiter nach oben zur Schutzzone. Bah, ich kann das Wort nicht aussprechen. So, da sind wir in der Schutzzone. Ist wirklich ein schlimmes Wort, oder? Zum Schutz der Pokémon ist der Einsatz von Pokémon in der Aether Foundation im Aether-Paradies verboten. Das ist ja wie ein Naturschutzgebiet. Das ist ein Naturschutzgebiet. Hier bieten wir all den Pokémon Zuflucht, auf die es Team Skull abgesehen hat. Manche Pokémon müssten geschützt werden, zum Beispiel Kurason. Sie sind bedroht, weil sie von Pokémon namens Castella angegriffen werden. Den Kurason in Kanto scheint es da übrigens besser zu gehen. Wisst ihr, ich bin früher nämlich einmal durch Kanto gereist. Aber lasst mich euch das Pokémon vorlesen, Pokédex vorlesen. Kurason. In Alola gibt es viele Kurason mit kurzen Korallenarmen, da es dort von ihnen Fressfeinen Gerastella nur so wimmelt. Obi hat immer gesagt, dass die Natur ziemlich brutal zu ihnen kann. Aber kann die Aether Foundation überhaupt alle Pokémon beschützen? Ja doch, eine gute Frage. Wir wollen schließlich auch nicht, dass das natürliche Gleichgewicht gestört wird. Es ist schwer zu sagen, wie weit der Mensch in die Natur eingreifen darf. Die Aether Foundation ist echt der Wahnsinn. Aber eins frage ich mich schon die ganze Zeit. Warum habt ihr euch ausgerechnet in der Alola-Region niedergelassen? Nein. Wer weiß? Achso, das Pia. Wie habe ich den nochmal gesprochen? Wer weiß? Unsere Präsidentin ist schwer zu durchschauen. Man weiß nie, was in ihr vorgeht. Sie heißt übrigens Samantha und hält sich hier in der Schutzzone auf. Ihr solltet ihr auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Jo. Jetzt können wir uns wieder einigermaßen frei bewegen. Das war jetzt ziemlich viel Dialog. Das war unheimlich viel Dialog. Da kam jetzt viel zu viel für meinen Geschmack. Aber ja, was soll's. So, schauen wir uns mal auf der Seite hier um. Was gibt's hier zu gucken? So, da können wir wahrscheinlich nicht durch. Ich habe gehört, dass PC-Boxen von jemandem namens Bill aus der Kanto-Region entwickelt wurden. Es soll richtig verrückt nach Pokémon sein. Die Pokémon in der Pokéboxen kann man in hunderten von Jahren noch einsetzen. Sie sind also eine Zeitmaschine. Ja, so ungefähr. Okay, ich kann da wirklich nicht weiter. Hier ist noch ein Team Skull, nein, ein Team Dingens-Typ, ein Team Aether-Typ. Wenn Pokémon sich entwickeln, ändern sich ihre Gestalt. Es gibt auch Pokémon-Arten, die durch einen Formwechsel zwischen verschiedenen Gestalten und Fähigkeiten wechseln können. Die Regionalform unterscheidet sich doch offenbar vom Formwechsel. Ja, okay. Viele vermuten ja, dass es sich bei Starmi, ein Pokémon der Kategorie Mysterios, in Wahrheit um einen Stern namens Nachthimmel handeln könnte, der einfach seine Gestalt verändert hat. Was, wenn die Pokémon es bloß benutzen, damit wir uns um sie kümmern? Tja, das sind so Gedanken, die mir ab und zu kommen. Ja, gut, dass du solche Gedanken hast. Irgendjemand muss ja solche Gedanken haben. So, und hier geht's im Kreis. Oder es geht auch dort weiter. Okidoki. Hier haben wir einen Starmie.
Starmi starrt dich an. Was möchtest du tun? Ach, das Spiel wieder. Nee, gerade nicht. Keine Zeit dafür. Wir gehen jetzt auch noch runter. Ach, das wäre dieser Alternativweg, wo lang gehen könnten. Ja. Okay. Das war dieser Weg, wo ich in Pokémon Sonne gesagt habe, der würde mich an die Arena aus Pokémon Y erinnern. Ja, nicht der Fall. In keinster Fall. Ist zwar Gestein dort und auch in der Pokémon Arena war Gestein drin, aber nee, merkt's dann auch nicht gemeinsam. So, was haben wir hier? Wir halten auch Pokémon in ihren sogenannten Regionalformen. Welche Umwelteinflüsse sind es, die solche einen Wandel der Pokémon bewirken? Bodenwassertemperatur. Wir führen hier Tests durch, um das herauszufinden. Stets Test raus. Ja, und so weiter. Wie die Regionalformen entstehen konnten, das lässt sich ganz leicht erklären. Wer lange genug Urlaub in der Sonne macht, holt sich irgendwann einen Sonnenbrand. Ich glaube, die Regionalformen sind auch ganz ähnlicherweise entstanden. Ja, schön, schön. Hier haben wir ein paar Schleimox. Und Herrscher-Sticker haben wir hier noch nicht gesehen, oder? Kann das sein? Herrscher-Sticker werden hier natürlich sehr schön, wenn man die hier an der Seite finden könnte. Und da sehe ich schon Samantha. Meine süßen, geliebten Pokémon, ich werde immer dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Ich beschütze euch mit meiner Liebe. Die muss so ein bisschen verrückt sprechen, muss ich einfach. Wer Pokémon Sonne geguckt hat, weiß warum. Nanu? Das ist die Leiterin der Aether Foundation. Zwergfee und Tali. Ich heiße euch im Aether-Paradies willkommen, der Privatinsel der Aether Foundation. Ich bin Samantha, die Präsidentin der Foundation. Es freut mich wirklich sehr, euch endlich kennenzulernen. Ich bin froh, dass es Menschen wie euch gibt, die auf ihre Inselwanderschaft mehr über Pokémon erfahren wollen. Bedauerlicherweise gibt es auch schrecklich egoistische Menschen, die Pokémon ohne Rücksicht auf ihr Wohlbefinden dafür einsetzen, Profit zu machen. Unvorstellbar sowas. Aber genau deswegen bin ich ja hier. Ich schlüpfe für die Pokémon in die Rolle einer Mutter und überschütte sie mit meiner Liebe. Selbst Pokémon aus fernen Welten, fernab der Alola-Region, sind meine Liebe würdig. Wow, Samantha! Was du alles machst, Präsidentin solch einer großen Organisation! Und ist das, obwohl du doch noch so jung bist? Nicht doch, Tali. Mir so schmeicheln. Da verzeih ich dir gleich das Duzen. Ich bin schon über 40, musst du wissen. Guter Witz. Ich bin aber 40. Im Ernst? Jetzt sei doch nicht so schockiert. Ein guter Look kann eben Wunder bewirken. Bei der Gelegenheit, Tali, dein Outfit könnte durchaus etwas peppiger sein, wenn ich das mal so anmerken darf. Wenn du möchtest, kann ich dir gerne mal bei einem Einkaufsbummel beraten. Ich weiß nicht. Deins, die ist schon ziemlich speziell. Lilly steht das hier sehr total, aber mir... Lilly, die kenne ich ja. Ich verrate es mal lieber nicht, dass ich sie kenne. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Überlass das alles einfach mir. Kinder wären ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auf das hören würden, was Erwachsene ihnen sagen. Ja, es macht Spaß, die zu synchronisieren. Solche verrückten Stimmen, die mache ich dann immer gerne. Es bereitet mir sehr viel Freude. Diese Erschütterung, kam das aus dem Untergeschoss? Na klar doch. Oh. Das Bild verwackelt. Uiha! Wenn das mal keine Ultrabestie ist, die aus einer Ultraford heraussteigt. Was da? Wer da? Wo da? Wieso? Was? Warum? Was ist das?
Du, kommst du aus einer anderen Welt? Nee. Samantha, sei vorsichtig. Irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. Du arme Kreatur. Ja, okay, können wir uns jetzt hier wieder bewegen. Ich hau dann mal ab. Tschüss, Leute. Ich bin dann mal weg. Bis demnächst. Ich hau dann mal hier wieder ab. Wir wollen hier weiterkommen. Oh, nee. Greift jetzt an. Huha! Ultrabesten Kampf. Kampf Nummer 1. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen erscheint. Fragezeichen, Fragezeichen hüllt sich in eine besondere Aura und setzt Verstärkung ein. Los, Sandy! Ach, Sandy. Ja, der ist jetzt da. Mal gucken, was der so kann. Level 22 gegen Level 27. Okay. Er kann Erstauner, Sandwirbel, Sandgrab und Megasauger. Okidoki. Also Wasser-Pokémon unter Umständen, aber aktuell ja nicht. Ist eher Boden und Geist. Erstauner. Und versuchen wir es mal mit Erstauner. Fragezeichen, Fragezeichen, das Giftschock ein. Okay. Erstauner. Bats. Okay, da hatte ich mir mehr erwartet. Sandgrab. Giftschock. Sacke die Booster. So. Sandgrab. Das scheint nicht sehr effektiv zu sein. Ja, doch effektiver. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich hätte gerne ein Team-Pokémon, das Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen heißt. Hä? Hey, das kann ich nicht mal an einem Satz aussprechen. Giftschock. Und Sandy ist gleich besiegt, wie es ausschaut. Ist nicht sehr effektiv. Mega Schauger, genau. Wie gesagt, ich spreche fließend Nuschelisch. Das ist eine meiner Muttersprachen. Nuschelisch. Das spreche ich seit Ewigkeiten. Das ist einfach die Sprache, die ich am besten beherrsche. Nuschelisch. Jo, das war's dann mit Sandy. Mach's gut, Sandy. Ah, da schmelzt die Sandburg dahin. Nicht schmelzen. Sandbürger schmelzen nicht. Fangen können wir es wahrscheinlich sowieso nicht, oder? So hieß es doch, oder? Die Signale, die Puckbälle blockieren und so weiter und so fort. Hoodie, naja, dann gib mal dein bestes Hoodie. Versuch es mal mit Unheilböen. Das ist doch eine legendäre Attacke. Das kann doch gegen einen Ultrabestien-Pokémon sein. Ja. Der Griff ist selbst die Flucht. Hui. Da verschwand es. In der Matrix. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen ist verschwunden. Ich hatte es schon befürchtet. Wir brauchen wohl doch das Kleine. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass es entführt wird. Von meiner Tochter. Samantha. Ist alles in... Achso, das ist Tali. Tali spricht so natürlich nicht. Samantha, ist alles in Ordnung? Mir scheint, ihr habt zum allerersten Mal eine Ultrabestie gesehen. Es handelt sich dabei um äußerst seltsame rätselhafte Kreaturen, die in Ultradimensionen leben. In dem Ort jenseits von der Ultrapforte in jener Löcher, die sich am Himmel auftun. Es würde mir nicht schaden, sich das zu merken. Es würde euch nicht schaden, sich das zu merken. Das Ultraforschungsteam. Hä? Wie sehen denn die aus? Das sind die Mitglieder des Ultraforschungsteams. Sie beraten uns in Sachen der Ultrabestien. Wollt ihr euch vorstellen? Das haben wir zwar schon öfters gemacht, aber machen wir gerne nochmal. So sieht man sich wieder Trainer auf Inselmannerschaft. Der Name lässt sich bereits vermuten. Wir erforschen Ultraforten und Ultrabestien. Kommandant Junior, ihr leitet unser Team. Mein Name ist Mirin. Ultraforten, Ultrabestien, was zum... Ihr müsst wissen, unsere Welt ist in Dunkelheit gehüllt. Doch vor langer Zeit war sie noch vom selben Licht erfüllt wie Alola.
Ein Pokémon namens Minikrotmanzer spendete uns Licht, doch es hatte eine wilde Seite. Wir nennen es seine Lumineszenz, um unsere Ehrfurcht vor ihm auszurücken. Doch wenn wir nichts tun, reißt es früher oder später möglicherweise auch das Licht Alolas an sich. Keine Angst, es ist alles in bester Ordnung und unter Kontrolle. Selbst wenn eine Ultrabestie oder diese Nekromanzer auf eine andere Welt hier, aus einer anderen Welt hier einfallen, sind wir von der Erde Foundation bestens darauf vorbereitet, das Licht Alolas zu beschützen. Ihr braucht keine Angst zu haben, alles ist gut. Aber ein Teil meiner Antworten würde die Bevölkerung verstören. Und ja, es hat auch niemand die Absicht, eine Mauer zu errichten. Da ist mal wieder was hier wieder rausgerutscht. Wir haben ein paar Zitate. Ihr müsst euch also um nichts Sorgen machen. Ja, wir machen uns um nichts Sorgen. Das ist doch mal die beste Taktik, sich um nichts Sorgen zu machen. Immer alles easy popeasy, nichts passiert. Wir sind immer bestens aufgehoben und bestens beschützt. Pia, wir sollten nicht vergessen, dass unsere beiden Gäste eigentlich auf Inselwanderschaft sind. Richtig? Bringen Sie bitte zur nächsten Insel. Natürlich. Natürlich, Chefin. Ich werde nachsehen, ob meine geliebten Pokémon allesamt wohl auf sind. Außerdem muss ich noch mit Fabian reden. Ich hoffe, er kann mir erklären, was da unten vorgefallen ist. Möglicherweise war das Experiment, eine Ultrapforte zu öffnen, nicht ganz erfolgreich, wie erhofft. Dann werde ich euch mal nach Aula Aula bringen. Mach das. Das. Mach dein Ding. Und ab geht's. Ab dafür. Bald wieder, Samantha. Wir sehen uns sehr bald wieder. Jo, das ist garantiert. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Ultrafoto sehen würde. Und schon gar nicht Besucher aus einer anderen Welt. Das muss ich unbedingt Professor Birnitz erzählen. Ich bin froh, dass ich so positiv... Achso, das ist Pia. Ach, es ist heute auch mit den Synchronisationen der Rollen. Ich bin froh, dass ihr es so positiv seht. Wir waren nämlich genauso überrascht wie ihr. Es war wirklich eine schöne. Es war wirklich schön, euch beide getroffen zu haben. Hier ein kleines Andenken an den heutigen Tag. Eine Malasada und ein TM. Wow, ein Maximalasada. Dankeschön. Findet ihr nicht auch, dass leckere Sachen noch besser schmecken, wenn man sie teilt? Ja, ich weiß, was du meinst. Nichts geht über eine leckere Mahlzeit, die man mit seinen lieben Menschen teilen kann. Ach ja, Zwergfee, und das hier ist für dich, die TM Psychokinese. Ich hoffe, die teilst du nicht, weil dann kannst du sie nicht mehr benutzen. Dann ist sie ungebrauchbar. Du hältst die TM 29 Psychokinese. TM 29 wurde in der TM-Tasche verstaut. Ich hoffe, ihr erlebt noch viele weitere tolle Sachen und Abenteuer auf eurer Insellandschaft. Alola, das hoffen wir auch. Achso, das... Na, das tat die wieder. Das hoffen wir auch. Vielen Dank, Pia. Alola. Puh! Mir schlägt das Herz immer noch bis zum Hals. Die Ultrapfoten gibt es also wirklich und die Ultrabestien auch. Und dann auch noch das Ultrafox-Team mit der Weltwirtschaft erwartet. Ich bin schon gespannt, was von der nächsten Insel hier alles erwartet. Zeit für einen Snack. Wir brauchen jedes bisschen Kraft und Energie, das wir benötigen, was wir herbringen können. Der Text geht so schnell weg. Möchtest du was abhaben? Hier, hau rein. Das war lecker, Schmatz. Klar, dass nichts mehr da ist. Badam, da geht's weiter nach Ulla Ulla. Perfekt. Ulla Ulla grüßt schön freundlich. Bilder aus Ulla Ulla, ja.
Da werden wir gleich mal hinaufbrechen. Die Gegend erkunden. Hutzsasa! Da wären wir! Und Launa sieht aus auf den ersten Blick ganz anders aus als die bisherigen Inseln. Als nächstes geht es zu Professor Kukui. Er wartet im Mani-Tiergarten auf uns, richtig? Aber warum eigentlich genau da? Naja, das finden wir wohl besser gleich mal raus. Machen wir sofort. Wir sind auf Launa angekommen. Das scheint nach einem neuen Insel-Pokédex. Fangen viele wilde Pokémon. Jo, das werden wir machen. Sofortens werden wir uns in Richtung Insel begeben und neue Abenteuer auf Ulaula entdecken. Ja, das kann ja nur spannend werden. Auf geht's nach Ulaula. Erst im nächsten Part. Für diesen Part machen wir erstmal Schluss jetzt. Ja, das war ein sehr voller Part mit sehr vielen Dialogen. Ja, es war wirklich hier heute nur, fast nur Dialoge. Oh, ein Herrschersticker, den hole ich mir natürlich. Zack, abgezogen, 29 Herrschersticker. Jo, es fängt schon an zu nuscheln. Ich würde mal sagen, hören wir auf mit diesem Part. Doch ich nach Hause soll es euch gefallen haben, trotz der vielen Dialoge. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfrost verpassen wollt. Den nächsten Part von Pokémon Ultramond zum Beispiel nicht. Ein bisschen oder weitergeht. Oder generell das nächste Video nicht verpassen wollt. Ja, habt auf jeden Fall noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut drinne. Ja, da würde ich sagen, im nächsten Part geht es ja weiter. Ciao, ciao und adios. Bis denn. Man sieht sich.